einen schönen guten Morgen aus der Marina Dalmatia in Sukusan. Dies ist eine der größten Anlegemöglichkeiten in Kroatien. Hier in der Marina ist Platz für 1800 Schiffe. Es gibt Tankstelle, Supermärkte, Bootszubehör, alles, was das Herz begehrt. Wir sind hier gestern angekommen und weil wir gestern alle etwas unter Zeitdruck waren, haben wir noch nicht eingekauft. Deswegen gehen wir heute am Sonntagmorgen erstmal in den Supermarkt aufproviantieren, um unseren zweiwöchigen Kroatien-Turn starten zu können. Also, ihr seid eingeladen mitzukommen und ja, auf geht's! So, wir sind im Supermarkt und werden ein wenig Proviant einkaufen. Der Supermarkt ist übrigens direkt am Hafen. Hier gibt es zwei Supermärkte, die auch sonntags geöffnet sind. Ja, ich gucke. So, wir sind gerade in Zadar ausgelaufen. Es gab einige gute Hafenmanöver, die wir leider verpasst haben. Aber bei uns lief alles wie gebuttert. So, wegen einer Starkwindwarnung sind wir nochmal am Schauen, welcher Hafen heute am nächsten liegt, dass wir nicht am ersten Tag die Bora voll abbekommen. Aufgrund der Starkwindwarnung mit Windgeschwindigkeiten von 60 bis 120 Stundenkilometern, was sehr variabel klingt, und den etwa zweistündlichen Warnungen von Radiosplit, haben wir uns erstmal entschlossen, dass wir erstmal Biograd ins Auge fassen, damit wir zumindest abends sicher liegen und vielleicht den zunehmenden Wind am Abend entgehen. Im Moment ist noch alles sehr friedlich und wir können unter vollen Segeln fahren. Wir haben den Hafen Biograd schon sehr früh erreicht, haben uns ein Anlegerbier gegönnt und dann bin ich mal in die Stadt gegangen. Direkt in Hafennähe oder in der Nähe der Marine befindet sich auch der Fähranleger und ein großer Supermarkt. Also wenn ihr in Biograd anlegt, könnt ihr direkt zu Fuß zum Supermarkt gehen. Biograd hat eine nette Uferpromenade mit vielen Restaurants und Shops und einige Gässchen in der Altstadt, in denen man auch noch gut essen kann. Ja.
Ich bin an der alten Kirche in der Altstadt. Hier haben auch schon die alten Römer gebaut. Die Grundrisse sind noch erkennbar. Wir haben dann abends in der Altstadt noch zu Abend gegessen, bevor wir aufs Boot zurückgegangen sind. Im nächsten Video geht es dann weiter von Biograd nach Tribunje. Damit das Video nicht zu lang für euch wird, mache ich hier heute Schluss. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren, dann seid ihr direkt mit dabei, wenn es weitergeht nach Tribunje.